Leute, wer ist der größte Abschaum auf diesem Planeten? Der mit Abstand größte Abschaum. Die Journalie. Meine Kollegen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange mal an bei dem in uns, der unsäglichen Hetzjagd auf den Maaßen, auf den Verfassungsschutzpräsidenten. Weltüberschrift. Ich werde euch die gar nicht verlinken, die sind es nicht wert, aber damit, falls ihr es raussuchen wollt. Was Maaßen diese Woche beantworten muss. Der Maaßen. Falls dies die einzige Information, also über die Gruppierung, zu deren Besessen auch andere Behörden wie Bundespolizei oder Sächsische Landespolizei keine Beweise für Hetzjagden und dann der Satz, falls dies die einzigen Informationen bleiben, dürfte es eng werden für den BfV-Chef. Es gab keine Hetzjagden. Die behaupten, dass es Hetzjagden gab, müssen beweisen, dass es Hetzjagden gibt. Man kann keine Beweise vorlegen für etwas, was es nicht gab, ihr Gehirntoten, Vollidioten! Wie kann man es wagen, sowas überhaupt da reinzuschreiben? Also, apropos, damit ich das nicht vergesse, heute habe ich mein Buch 9/11. Impossible Mission 9/11 hochgeladen auf Amazon. Dauert angeblich 72 Stunden, aber meistens ist es früher da. Da wird es auch darum gehen, was man beweisen kann und was nicht. Und einer der zentralen Punkte ist, dass man etwas, das nicht passiert ist, auch nicht beweisen kann. Das ist einer der ganz zentralen Punkte in dem 9/11-Plot. Und ich erkläre dort, ich werde nochmal ein ausführliches Video machen, ich erkläre dort, wie man es theoretisch mit 5 Mann hätte durchziehen können. Das heißt, dass es sehr wenig Mitwisser gab. Nur damit ich das nicht vergesse. Also, jetzt hätte er sich korrigiert laut Spiegel, dass er die Authentizität nicht mehr anzweifelt von dem Hasi-Video. Jetzt werfen sie ihm das vor, aber das Hasi-Video zeigt ja gar keine Hetzjagd. Jetzt weiß ich nicht, ob der Oliver Flash das schon hochgeladen hat. Der wollte eigentlich einen Zeugen, ich wollte den auch schon die ganze Zeit befragen. Einen Abgeordneten, das weiß ich nicht, hat er das schon gemacht? Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, müsste nachschauen. Also ich hoffe, da kommt beim Oliver Flesch jetzt noch. Aber es gibt ja einen Abgeordneten, AfD-Abgeordneten, der Zeuge von dem Vorfall war, von dem Hasi-Video-Vorfall. Vielleicht kommt die Story des Jahres. Oh, okay. Unglaublich. Also vielleicht hat er das schon gebracht, hat mir der Oliver Flesch geschickt, habe ich gerade gesehen. Also dieser Abgeordnete sagt, dass diese Leute, wo der dem einen da hinterherläuft, provoziert haben. Man sieht auch so Bilder, wo man meint zu erkennen, habe ich alles auf Facebook gepostet, dass die Handschuhe anhatten und provoziert hatten. Und so nach dem Motto, kommt nur her. Und dann ist der hergekommen. Das war die Vorgeschichte, laut glaubwürdigen Zeugen. Das heißt, das zeigt noch nicht nur keine Hetzjagd, sondern es zeigt die Provokation auf einem Trauermarsch, wo man um einen Toten getrauert hat, sind Migranten hergekommen und haben die, die getrauert haben, noch provoziert. Das zeigt das scheiß Video und keine Hetzjagd. Es zeigt also das genaue Gegenteil. Es zeigt eine Provokation von Migranten. Also der Teil zeigt es nicht mehr, aber das, was danach passiert ist, werden die Antifa Typen wahrscheinlich rausgeschnitten haben, was davor war, kann man sich ja schon denken. So, der nächste abgeschlachtet worden, wo? In Leipzig, glaube ich. Blutige Messerattacke, Jugendlicher ringt mit Tod. Leipzig, vor einem Dönerladen. Zwei südländische Männer, okay. Also. Mal kein deutsches Opfer, aber man sieht, wie die Konflikte austragen.
Ermittler durchsuchen Fraktionsräume von Pro Chemnitz. Ja, jetzt schlägt er, da gibt es Ermittlungen, da gibt es Hausdurchsuchungen, während sie bei Vergewaltigern noch nicht mal einen Hausbesuch machen. Unfassbar, Haft für Rentner. Rentner ist die Überschrift, glatt gelogen, in dem Fall von heute AT. Rentner nannte alle Asylwerber Vergewaltiger. Nein, hat er nicht. Die zitieren sogar aus dem Post, den wiederhole ich jetzt nicht, weil sonst könnte man ja mir das unterstellen. Aber in der Post, der ist wörtlich zitiert und der bezeichnet eben nicht alle Asylbewerber als Vergewaltiger. Außerdem würde das auch zur Meinungsfreiheit gehören und jeder weiß ja, dass es nicht stimmt. Selbst wenn einer das in der Wut mal schreiben würde, denken die Leute nicht, oh, der Rentner sowieso hat geschrieben, alle Asylbewerber sind Vergewaltiger, dann muss es wohl stimmen. Das war ein Schwachsinn, ja. Was haben wir noch? Deutschland sollte Militäreinsatz in Syrien erwägen. Unfassbar. Also muss man schauen, was da passiert. Keine Ahnung. Also wenn da... Ist für mich völlig undurchsichtig, was sie jetzt da wieder wollen. Der militärisch-industrielle Komplex. Also die warnen vom Giftgasangriff. Als ob der Assad da jetzt... Also doch, blöder geht's ja nicht. Ich kann ja nur hoffen, dass die... Sozusagen das Q-Team, die in eine Falle locken will, und dass sie wieder ein Giftgas... Anschlag inszenieren und sie dabei erwischen, aber eigentlich hätten sie das ja schon gehabt. Ja? Also wenn die da jetzt wegen Syrien Krieg anfangen, kann man natürlich die ganze Trump-Sache vergessen, das ist natürlich klar, aber das habe ich schon öfter gesagt. Ja, der nächste Wahnsinn, Köthen, ist also der andere Mordfall, der nächste gleich, geht der Schlag auf Tag, jeden Tag einer abgemessert oder zusammengeschlagen, totgeprügelt. Die unglaubliche Berichterstattung, also jetzt sind 5 Autos dort abgebrannt in Köthen. Kann man sich nur denken, dass das linke waren, weiß man aber jetzt noch nicht. So, achso, damit ich das nicht vergesse, Berlin, da wurde ein polizeibekannter Intensivstraftäter getötet. Der hatte, glaube ich, 100 Sachen auf dem Kerbholz, da hat das Karma zugeschlagen. Und jetzt gibt es da riesen Ausschreitungen, weil ein Intensivstraftäter... getötet worden ist, gibt es da Ausschreitungen, sag mal, geht's noch? Also, oder Kämpfe, oder was weiß ich, wie bezeichnen sie es hier? Eskalation im Clan-Milieu. Ja. Alles ausländische Clans, gab's vorher nicht. So, jetzt haben sie in Köthen haben sie jetzt wieder so einen Neonazi aufgetrieben mit der NS-Rune im Gesicht. Und der hat tatsächlich auch, scheint wirklich ein Rechtsextremer zu sein. Da haben sie da gleich einen hingeschickt. Ja. Hey, 2500 Menschen haben teilgenommen und irgend so ein Rechtsradikaler hat da wieder jedes Mal dieselbe Scheiße, ich kann es nicht mehr hören. Etliche Ermittlungsverfahren sind eingeleitet. Also, da wieder die unglaublichen Schlagzeilen. Ich habe das auf Facebook gepostet. Ein Streit und der eine dabei ist beim Streit gestorben. Die haben ihn totgeprügelt. Und jetzt, ja, der ist am Herzinfarkt geschrieben. Also erstens, das verlinke ich auch, ist das, passiert das ständig, dass man aufgrund des Schocks, wenn man verprügelt wird, einen Schock bekommt und daraus auch ein... Herzinfarkt, starke Blutung, Blutgerinnungsstörungen, die zu Organversagen und Kreislaufzusammenbruch führen können. Ja, also das passiert millionenfach im Jahr weltweit. Die Ursache ist natürlich, dass er zusammengeprügelt wurde. Dann tun die jetzt so, als ob die hätten einen Streit gehabt und der andere hätte einen Herzinfarkt dabei gekriegt. Ja. Gibt es ja auch eine Zeugin, die sagt, dass er... Oder gibt es auch Zeugen, die behaupten, dass er mehrfach auf den Kopf getreten wurde... Auch das entspricht eins zu eins dem, was man von anderen solcher Vorfälle kennt. Die Polizei will angeblich keine Kopfverletzung festgestellt haben, die darauf hindeuten, dass das passiert ist. Ja, du kannst aber der Polizei ja nichts glauben. Ich glaube auf jeden Fall lieber irgendwelchen Zeugen als der Polizei. Auf jeden Fall ist er wieder verprügelt worden, aber der Oberhammer bei dem Ganzen ist, da muss ich mich jetzt zurückhalten, ja. Der Streit zwischen den Asylbewerbern ging darum, wer diese Frau geschwängert hat. Und ich glaube, man ist sich noch nicht mal sicher, ob es einer der zwei war oder noch ein dritter.
Der Mann hat also sein Leben gelassen für eine Frau, die nicht wusste, von welchem Asylanten sie schwanger ist. An dieser Stelle kann ich nichts kommentieren, aber ihr dürft gerne kommentieren, was immer ihr wollt unter dem Video. Das Herzversagen stehe nicht im direkten kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen. Nee, der hätte auch so den Herzinfarkt gekriegt. Ihr Arschlöcher! Gar nicht, ob das Video so hochladen kann, so wie ich mich aufreg. Das ist doch nicht mehr zu fassen. Stehe in keinem direkten kausalen Zusammenhang. Wer sagt es? Die Polizei. Alle Namen aufschreiben, Namen für die Tribunale. Kein Bock mehr, echt. Ich denke, meinen Nachbarn schon, ich spinne. Unfassbar, wirklich jeden Tag. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu berichten, wenn die Deutschen zu blöd sind, auf die Straße zu gehen. Die meisten. Also, um noch ein bisschen was Strategisches zu sagen. Es ist absolut richtig, bei diesen ganzen Vorfällen jetzt auf die Straße zu gehen. Weil wahrscheinlich die Linken auch dann irgendwann mal müde werden, immer dagegen zu demonstrieren. Es handelt sich ja in der Regel um arbeitsscheues Gesindel, das von unseren Steuergeldern lebt. Und für arbeitsscheues Gesindel ist das auf die Straße gehen auf die Dauer dann zu anstrengend. Die Reisen müssen ja auch rumreisen in der ganzen Republik. Werden sie wahrscheinlich auch bezahlt dafür, aber es ist ja halt doch ein bisschen Arbeit. Ja. Und da diese Antifa-Typen nichts können, was irgendwie in der freien Marktwirtschaft gebraucht wird, wird es sich um Leute handeln, die erstens stinkfaul sind und zweitens blöd wie Brot. Sonst hätten sie einen produktiven Job. Das heißt, wir können die doch durch Konsistenz wahrscheinlich zumindest zurückdrängen. Da ja fast jeden Tag jemand abgeschlachtet wird oder ein Mordversuch stattfindet, kann man eigentlich überall irgendwo demonstrieren. Man muss die mürbe machen. Man muss das arbeitsscheue linke Gesindel mürbe machen. Mürbe machen. Nicht mit Gewalt natürlich, sondern mit friedlich. Für Gewalt sind die Linksextremen zuständig. Natürlich gibt es viel mehr linksextreme Gewalttaten. Da hat die Hayali natürlich auch wieder gelogen. Ja. Hat es vermischt mit Gewalt, hat es mit Straftaten vermischt, ja, in dem Meuten-Ding. Weil natürlich jede Äußerung im Internet als rechte Straftat gilt. Es sind aber keine Straftaten in einer normalen Welt. Gewalttaten gibt es viel mehr von Linken. Hat auch wieder alles verschwiegen, vertuscht. Ja, vielleicht noch, also dieser eine Schauspieler hatte kurz was kommentiert bei mir. Dann habe ich ihn sofort angeschrieben, habe ihn Freundschaftsanfrage geschickt und gesagt, er kann gerne zu mir kommen und wir diskutieren oder kann gerne auf meinen Kanal kommen, hat er natürlich nicht geantwortet bisher. Das war 2 Tagen. Hat sogar meine Videos bei sich gepostet und lauter ein paar Kommentare bekommen, halt ihn unterstützend. Naja, jetzt ziehen sie dann irgend so ein Sebastian Vettel-Verschnitt, habe ich gesehen, der auch irgendwas von Hetzjagden erzählt hat. Jetzt ziehen sie irgendwelche Leute, ich meine, wenn du dazu aufrufst, zigtausend Leute dazu aufrufst, sich zu melden, hallo, du kommst im Fernsehen, wenn du was von Hetzjagden erzählst, dann finden sie jetzt wahrscheinlich ein oder zwei. Aber nochmal, es gibt keine Videos und der von der Freien Presse, das ist ja ein Linker, und der war mit zig Mann da an Ort, hat gesagt, es gab keine Hetzjagden, also es gab keine. Der Maaßen muss es nicht beweisen, sondern die anderen müssen es beweisen, ihr Pseudo-Journalisten, Schmierlappen, Propagandisten, Abschaum der Menschheit. Wie könnt ihr euch noch in den Spiegel schauen, während Deutschland untergeht? Ihr seid die Totengräber Deutschlands, ihr Wichser. Oh, ich sollte. Ich sollte gar nicht mehr, ich bin aufgestanden und habe gleich diesen Weltbericht gesehen. Ich habe schnell zum Essen gegangen und das Video gemacht, damit es raus muss. Jetzt ist es raus. Oh Leute, also schaut nach meinem Buch da, wann es kommt auf Amazon. Ist erstmal nur E-Book.
wenn es viele interessiert, dann kommt vielleicht auch ein Buch dazu raus. Ciao.